Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Was ist ein Zero-Day-Exploit? Das klären wir gleich. Bevor ich mit dem Erklären anfange, möchte ich nochmal drauf eingehen, wie cool das eigentlich klingt. Hacker-Methoden haben immer so coole Namen wie Brute Force, Denial of Service, Zero-Day-Exploit. Aber so cool das auch klingen mag, ist es für den Betroffenen nicht so cool, weil er kann nichts dagegen tun. Was ist es also? Ein Zero-Day-Exploit ist eine Schwachstelle in einer Software. Hier kann es sich zum Beispiel um ein Betriebssystem, eine Firmware oder ein Programm handeln, also alles, was in Code geschrieben wurde. Zero-Day bedeutet, dass die Schwachstelle dem Softwarehersteller oder dem Codewriter unbekannt ist. Sobald aber ein Hacker auf die Schwachstelle aufmerksam wird, hat der Codewriter keine Zeit, um zu reagieren. Zero-Day, also null Tage. Denn wie soll man auf was reagieren, wenn man dessen Existenz nicht bewusst ist? Schauen wir uns mal folgendes Beispiel an. Wir haben hier als Illustration einen Quelltext. Davon beinhaltet ein Segment eine Schwachstelle, die einen unerlaubten Zugriff möglich macht. Ein Hacker wird darauf aufmerksam und schreibt einen Exploit, also eine Software, ein Virus, um genau diese Schwachstelle auszunutzen. Und das macht er so lange, bis der Softwarehersteller bzw. der Codewriter merkt, oh shit, da stimmt was nicht. Und einen Patch schreibt, um die Lücke zu schließen. Bis es aber dazu kommt, kann es Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern. Beliebte Ziele für solche Angriffe sind Regierungen, große Unternehmen wie Google oder Sony. Da Zero-Day-Exploits für verschiedene Parteien wertvoll sind, gibt es sogar einen Markt, in dem Unternehmen Forscher bezahlen, die Schwachstellen zu entdecken. Zusätzlich zu diesem weißen Markt gibt es Grau- und Schwarzmärkte, auf denen Zero-Day-Schwachstellen ohne öffentliche Offenlegung für bis zu Hunderttausende von Dollar gehandelt werden. Hier noch ein paar krassere Beispiele. Stuxnet oder Stuxnet, dieser bösartige Computerwurm zielte auf Computer ab, die in mehreren Ländern, einschließlich Iran, Indien und Indonesien lokalisiert waren. Das Hauptziel waren die Urananreicherungsanlagen des Irans mit der Absicht, das Nuklearprogramm des Landes zu stören. Die Zero-Day-Schwachstellen befanden sich in Software, die auf Industriecomputern ausgeführt wurde, die als speicherprogrammierbare Steuerungen, SPS, bezeichnet werden und unter Microsoft Windows ausgeführt wurden. Der Wurm infizierte die SPS durch die Sicherheitslücken in der Siemens Step 7 Software, was dazu führte, dass die SPS unerwartete Befehle auf Fließbandmaschinen ausführten und die Zentrifugen sabotierten, die zur Trennung von Kernmaterial verwendet wurden. Sony Pictures wurde Ende 2014 Opfer eines Zero-Day-Exploits. Der Angriff hat das Netzwerk von Sony lahmgelegt und zur Veröffentlichung vertraulicher Unternehmensdaten auf File-Sharing-Websites geführt. Zu den kompromittierten Daten gehörten Details zu bevorstehenden Filmen, Geschäftsplänen und den persönlichen E-Mail-Adressen von leitenden Angestellten von Sony. Die Details der genauen Sicherheitsanfälligkeit, die beim Sony-Angriff ausgenutzt wurde, sind unbekannt. Könnt ihr euch noch an Adobe Flash erinnern? Im Jahr 2011 nutzten Hacker eine damals noch nicht gepatchte Sicherheitsanfälligkeit in Adobe Flash Player, um Zugriff auf das Netzwerk des Sicherheitsunternehmens RSA zu erhalten. Die Angreifer haben E-Mails mit Excel-Tabellenanhängen an kleine Gruppen von RSA-Mitarbeitern gesendet. Die Tabelle enthielten eine eingebettete Flash-Datei, die Zero-Day-Flash-Sicherheitsanfälligkeit ausnutzte. Als einer der Mitarbeiter die Tabelle öffnete, installierte der Angreifer das Remote-Verwaltungstool Poison Ivy, um die Kontrolle über den Computer zu übernehmen. Sobald sie Zugriff auf das Netzwerk hatten, suchten Angreifer nach vertraulichen Informationen, kopierten sie und übermittelten sie an externe Server, die sie kontrollierten. RSA gab zu, dass unter den gestohlenen Daten vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit dem Secure-ID Zwei-Faktor-Authentifizierungsprodukten des Unternehmens waren, die weltweit für den Zugriff auf vertrauliche Daten und Geräte verwendet werden. Und erst kürzlich hat Nintendo bestätigt, dass 160.000 Nintendo-Konten bei Hacking-Versuchen zugegriffen wurde. Sie haben zwar nicht bekannt gegeben, um was für ein Angriff es ging, aber ich vermute, es war ein Zero-Day-Exploit. Wie kannst du dich als End-User also dagegen schützen? Und die Antwort lautet: gar nicht. Du kannst die Chancen nur minimieren, indem du dubiöse Programme meidest, die keine Zertifizierung haben oder ähnliches. Aber alles andere hängt nicht mehr von dir ab. Du kannst nur hoffen, dass die Software, die du verwendest, regelmäßig geprüft und gepatcht wird. Das war's zum heutigen Video. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.